Heute werden die Kerle in einen eisigen Pool und einen heißen Pool überleben. Also schauen wir mal, wie es laufen wird. Freunde, ich steige lieber in einen eisigen Pool, weil ich kaltes Wasser dem heißen Wasser vorziehe, Leute. So! Freunde, ich bevorzuge heißen Pool, weil ich Sauna, Hammam und all das mag. Mano! Und derjenige, der es bis zum Ende schafft, gewinnt ganze 1000 Euro. Oh, Freunde! Das geht in den eisigen Pool. Easy peasy lemon squeezy. Ich steige ein. Timon, ich halte dich aus. Ich halte dich aus. Ich brauche noch etwas warmes Wasser. Bitte, bitte. Nein, Stas, du darfst das Becken nicht wechseln. Du hast dir das gewählt, also steig ein. Okay, ich gehe da rein. Timon, Wasser. Das Wasser ist eiskalt. Leute, ich möchte, dass ihr eins wisst, dass durch diese Rohre Eiswasser fließt. Aber wir werden auch etwas Eis noch reinlegen. Eis? Freunde, seid ihr normal? Nein, 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 nein! Bitte! Nein, nein, nein! Oh, hier haben wir Eis. Oh. So, was ist das? Nein! Noch nein. Mehr? Nein, bitte nicht! Freunde, es ist einfach sehr eiskalt. Zu lachen und geh direkt in den heißen Pool. Kein Problem, ich mach heißes Wasser. Heiß. Heiß, heiß, heiß. Timon, so heißes Wasser kann ich nicht ertragen. Es ist sehr heiß zu verbrühen. Nein, mein Gott. Fario, setz dich. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Also setz dich. Freunde, es ist sehr heiß hier drin. Schau, was ich hier für dich habe. Ich habe ganz heißes Wasser. Also komm schon, komm schon, komm nein, schon. Nein, 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 bitte, Timon, nein. Also heißes Wasser. Heiß. Ich kann dir das nicht aus. Können wir die Puls tauschen? Timon, bitte, schneller. Timon, ich kann nicht. Nein, Raffario, du darfst den Pool nicht wechseln. Und übrigens werden wir heute auch eine Challenge mit dem Glücksrad haben. Ja, ja, Timon, dreh das Glücksrad. Damit ich etwas Gutes bekomme, dann ist es sehr, sehr kalt. Freunde. Toll ist das. Ich fange an, es zu drehen. Los geht's. Bitte, bitte etwas Gutes. Lass mich mal sehen, lass mal schauen. Was hab ich? Timon, was hab ich denn? Ein Luftbooster mit ganz kalter Luft. Freunde, mir ist schon eiskalt genug. Und wenn er mir noch mehr bläst, dann ist es noch schlechter. Ah, nein, lass uns nein. Es ist wirklich hier was. Lass mich ein bisschen an, ein bisschen an. Nein, nein, Raffario, du bist auch gleich dran. Also, Raffario, mal sehen, wie viel Glück du hast. Was bekomme ich, Timon, was? Du hast eine heiße Heizung bekommen. Also, Raffario, ich drehe die heiße Heizung jetzt auf Maximum. Es wird heiß werden. Ihr seid Zeugen, Freunde. Es ist verboten. Es ist verboten. Es ist verboten. Es ist sehr heiß. Schalte es aus. Bitte, Timon. Stas, ich will zu dir kommen. In deinen Pool. Und ich, Raffario, ich will in den heißen Pool. Bitte, willst du mit mir tauschen? Bitte. Es ist sehr kalt hier. Was für eine schreckliche Challenge, Freunde. Und wenn ihr euch dieses Video anseht, dann setzt uns einen Like, abonniert unseren Kanal, unterstützt uns ein bisschen, ein bisschen. Hey, ja, heul, Susan, hört auf zu flirten. Das, ich komme zu dir. Komm schon, Timon, dreh es. Etwas Heißes, etwas Gutes, bitte, bitte. Los geht's. Lass es uns zu Ende bringen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Das, du bekommst KFC! Freunde, das ist mega cool! Denn KFC ist richtig scharf! Und es wird mir wirklich warm! Und es wird mir nicht kalt! Bring schnell KFC, schnell! Freunde, schaut mal, wie lecker das hier ist! Freunde, ich esse sie und mir wird ganz warm, sicher! Die sind scharf, ich mag das, ja! Heiß, heiß und gleichzeitig ist hier richtig kalt! Hey, Timon, schalte es aus, schneller! Ja, Raffario, es ist jetzt endlich für dich vorbei, es reicht! Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, das war sehr extrem, das erste Mal in meinem Leben!
Okay, los geht's! KFC für Mario! Nein, Freunde, das ist scharf! Sie sind sehr scharf! Ich kann das nicht ertragen! Ich fürchte, ich werde diese Challenge verlieren! Freunde, und ich fühle mich so viel besser mit KFC! Gib es zurück! Komm, Mario! Freunde, schaut mal! Das ist scharf! Ich kann nicht! Zu scharf! Zu scharf! Zu scharf! Was soll ich tun? Das ist nicht fair! Ich möchte KFC so sehr, Mano! Ich drehe das Rad wieder! Rede nicht! So! Etwas Gutes, bitte! Es ist Kaugummi! Kaugummi? Was soll das heißen, Simon? Das ist doch nur Kaugummi! Das ist nicht nur Kaugummi, das ist Minzkaugummi! Freunde, es gibt Minzkaugummi! Und wenn man das hier kaut, dann friert alles nach hinein, ja! Nein! So, es kommt auf meine Hand! Und jetzt, Freunde, kau ich sie! Freunde, im Pool ist es wirklich kalt! Und jetzt ist es noch kälter! Sehr kalt. Hoffentlich geht's weiter. Komm schon. Mir ist es auch sehr okay, heiß. Okay, ich drehe los. Mir ist es so kalt, Freunde. Rafaelio, und du bekommst Doritos. Hier, gib wieder her. Doritos? Scharf Doritos. Nein. Nicht Doritos. Bitte nicht. Das hier sind die schärfsten Doritos, die es gibt. Ich will die Challenge nicht verlieren und ich muss sie essen. Freunde, schaut mal. Das ist heiß. Hilfe! Ich glaube, es ist Zeit, die Runde für Stas zu wechseln. Also schauen wir mal. Manu, bitte etwas Wärmeres. Ich will wärmer werden. Stas hat die Jacke bekommen. Ah, super, eine Jacke. Jetzt wird's mir endlich warm. Toll. Ja, hol sie, bitte schneller. Freunde, Stas weiß nicht, was auf ihn wartet. Er wird total verrückt werden. Schaut euch diese Jacke mal an. Die lag im Kühlschrank. Die ist jetzt eingefroren. Die lag da eine ganze Woche. Toll. Komm schon, niemand. Komm, Bro, gib sie mir. Das ist die eingefrorene Jacke. Freunde, was ist das? Das ist keine Jacke. Das ist ein Stück Eis. Schaut, Freunde, schaut. Oh mein Gott. Dimon. Flammer nicht, Rumpstars. Du sollst sie anziehen. Das sind die Regeln des Spiels. Freunde, in dieser Jacke wird's mir noch kälter. Ich werde versuchen, aber Freunde, die geht nicht auf. Oh mein Gott, Freunde! Freunde! Schaut mal da rein! Alles voller Eis! Es geht nicht auf! Ich fühle mich, als ob ich einen riesigen Eisblock auf dem Rücken habe! Fertig! Fertig, Freunde! Komm, wir gehen zur nächsten Runde! Rafaelio, du bist dran! Nächste Runde! Ich will etwas Gutes, Freunde, zum Abkühlen. Rafaelio, du bist sowas von erledigt. Was gibt es da? Was gibt Simon? Was ist da? Du bekommst ein Pfefferpflaster. Das ist sowas von scharf, deshalb trage ich sogar Handschuhe. Freunde, was ist das für eine Challenge? Schreibt es in den Kommentaren, sie ist wirklich unfreiwillig. So, wir machen es hier auf. Ganz toll. Und jetzt kleben wir das Pflaster dran. Und was mache ich jetzt? Komm, unter mit dem Hemd. Das ist eine Challenge. Ich muss auf jeden Fall 1000 Euro gewinnen. Jetzt geht es ein bisschen besser. So, jetzt machen wir das noch hier auf. Sehr gut. Und kleben es hier drauf. Komm schon. Das kommt hier drauf. So. Und das zweite kommt direkt daneben. Ich schwöre nichts, Freunde. Nichts, Rafaelio. Es wird richtig gut werden, glaub mir. Okay, ich warte. Alles in Ordnung, Freunde. Dimon, lass uns schon mal schnell die Runde wechseln. Ich kann nämlich nicht mehr in dieser Jacke tragen. Okay, lass uns mal die Aufgabe wechseln. Mal sehen, wie viel Glück du hast. Vielleicht werde ich Glück haben.
Freude, dass du eine Banane bekommst. Toll, toll. Endlich zieh ich meine Jacke aus und esse eine Banane. Ja, Leute! Es brennt gerade richtig, Leute. Es ist wirklich heiß. Es brennt richtig schlimm. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aushalten kann. Hast du eine Banane mitgebracht? Halte das. Das ist eine eingefrorene Banane. Warum? Warum ist sie denn hier gefroren? Aua! Es ist wie ein Stein, Dimon. Warum denn? Was hast du damit gemacht? Du musst sie aufessen. Dimon, ich kann nicht. Ich kann nicht. Was machst du mit mir? Es ist wirklich heiß. Es brennt wirklich schlimm. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Freunde, leider ging diese Runde ein bisschen schief und auf Ario definitiv eine Verbrennung. Und wir können sie euch nicht zeigen, weil es eine schwierige Situation mit YouTube ist. Also deshalb haben wir es einfach aus der Montage herausgeschnitten, weil YouTube das nicht erlaubt zu zeigen. Freunde, es ist alles schief gelaufen. Ich fühle mich wirklich schlecht. Aber ihr könnt mir helfen, indem ihr mir einen Like setzt. Das würde mich sehr freuen. Und abonniert den Kanal, bitte, Freunde. Ja, Fabio, wir enden eine Runde. Schauen wir mal. Komm schon, Dimon, etwas Gutes, bitte! Ach, Mario, du hast einen kalten Windlüfter bekommen! Gott sei Dank, vielen Dank, Dimon! Ich danke dir, jetzt kann ich mich abkühlen, denn es ist wirklich heiß hier drin, ich hatte es nicht mehr aus! Ach, Mario, das ist echt eine Glücksrunde! Komm, ruh dich mal an! Du bist dran. Endlich, Freunde. Diese Banane kann man nicht essen. Komm schon, die Bauer. Stas, und? Ich wünsche mir etwas Gutes. Und du bist dran. Du bekommst ein großes Stück Eis. Ah, was ist denn? Ein Stück Eis? So groß oder so etwa groß? So ein großes Stück Eis. Ah, bist du wahnsinnig? Ich kann nicht. Ah, ist kalt. Ah, ich will ganz nicht halten. Komm, halt es, halt es. Was soll ich machen? Bleib sitzen, ich muss mal kurz auf die Toilette. Hey Schatz, willst du noch eine Villa in Dubai kaufen? Ach, noch eine Villa in Dubai? Ich bin schon müde, dorthin zu reisen. Lass uns eine Villa auf den Malediven kaufen. Malediven? Willst du auf die Malediven kaufen? Kauf ja auf den Malediven. Okay. Wisch mir die Brille, bitte. Natürlich, gnädige Frau. Bitte? Erledigt. Oh, danke schön. Guten Morgen, Leute. Wie heißt es heute? Oh, jei. Es ist Zeit für unser Morgenschwimmen. So fängt man den Tag an. Was redest du denn da, Dämon? Sieh dir an, wie schmutzig das Wasser ist. Ah, komm schon. Wasser ist einfach nur Wasser. Warum sagst du das? Was du willst? Du willst, dass wir hier schwimmen? Ach, komm schon, entspann dich. Was ist das Problem? Schau, das ist Wasser. Mann, Dämon, schau mal, wie unsere Nachbarn dort leben. Und schau, wie wir hier leben. Unsere Nachbarn? Welche Nachbarn? Lass mich mal schauen. Sie sind sehr reich. Warte, ich kenne ihn, Odyssee. Komm her, Odyssee. Kennst du ihn? Woher soll ich diesen reichen Typen kennen? Ja, du warst sehr jung, aber das ist unser verschwundener Bruder. Du erinnerst dich sicher nicht, ich erinnere mich aber. Und wer ist die Frau neben ihm? Ich glaube, sie ist eine Frau, Mann. Mann, sie sieht glücklich aus. Wie viel Glück sie im Leben haben soll. Er hat überhaupt kein Glück. Er ist so ein reicher, gieriger Typ. Alle reichen Leute sind gierig oder gemein, Mann. Meinst du? Ja, er hatte kein Glück. Er ist einfach nur ein Scammer. Egal, dass er Bedrohung hat, Dimon, aber hat ein tolles Leben. Mann, Odyssey, du bist zu jung, das zu begreifen, wie auch immer. Oh, Dimon, schau mal, sie trinken Cocktails, ich will auch einen Cocktail. Keine Sorge, Odyssey, ich mache uns zwei Cocktails, entspann dich, schau, und lass uns gehen. Okay, ich hoffe, er macht uns leckere Cocktails. Komm schon, schau mal, wir brauchen zwei Flaschen, halt mal diese hier und nicht deine. Und los geht's, schau dir das an, ja, hier, ja, mach holen mal. Und jetzt etwas Wasser. Dimon, so... Schau uns das an, ja? Die Farbe ist toll. Lass uns ein Blatt abkupfen, werfen es hinein.
Jetzt ist nur noch etwas Eis hinzufügen. Wir nehmen ein paar Kieselsteine. Waschen Sie davor aber. Genau. Und jetzt geben wir sie in den Cocktail rein. Pass mal auf. Und für dich. So, also, wir haben einen super Cocktail. Komm schon, trink. Timon, bist du sicher? Ja, Kumpel, entspann dich. Ich trinke ihn jeden Tag. Mann, Timon, so einen Cocktail will ich nicht. Ich will den von den reichen Leuten. Ihren köstlichen Cocktail aus goldenen Gläsern. Was? Willst du sagen, dass mein Cocktail nicht gut schmeckt? Na gut, Timon, das war ein Scherz. Ja, ist nicht Prost, schlecht. Prost, ey. Hoppala, hoppala. Okay, super, fertig. Oh, sehr erfrischender Cocktail. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Schau mal, wie viele Luftmatratzen wir haben. Aber um ehrlich zu sein, ich habe sie satt. Wir müssen neue kaufen, und zwar endlich. Ist doch verrückt, Stas. Wo sollen wir den hinstellen? Wir müssen noch einen Pool im Haus bauen. Ja, das ist doch überhaupt kein Problem, mein Schatz. Das ist leicht zu machen. Ja, ich gehe jetzt sowieso in den Pool schwimmen, und zwar jetzt. GG, ich werde mir Gucci kaufen. Hoppa! Sehr kühl! Oh. Ah, Mann, oh, alter reicher Schlaumeier. Oh, ich bin so neidisch, ich will auch eine Luftmatratze. Komm schon, welche Matratze willst du? Ich finde eine für dich, das ist ganz einfach. Komm schon, komm schon. Bist du dir sicher? Ja. Okay, warte. Ich warte, ich hoffe, er findet etwas Cooles. Mann, oh, Leute, wo soll ich jetzt eine Luftmatratze finden? Mann, oh, Leute, das ist... Oh, ich habe eine Idee. Das könnte sicher funktionieren. Ich bin so klug, Mann. Hey, hey, schau, was ich gefunden habe. Oh, Timon, was hast du denn gefunden? Schau mal, setz dich und hieß deine Matratze. Bist du dir sicher, dass es funktionieren wird? Vertraust du mir nicht? Kriech hinein, ich sag dir, kriech. Vertrau dir, das tue ich. Du musst mal deinen Verstand benutzen, ich tue das alles für dich. Kriech hinein. Das ist so cool. Das ist großartig. Oh, Freunde, ich muss euch sagen, das ist die schnellste Matratze der Welt. Ich hasse die Armut. Warum ist dieser Ball so dreckig? Wie geht's? Wir brauchen solche dreckigen Bälle nicht. Ja! Was? Noch ein dreckiger Ball hier? Was? Was ist das? Was ist denn das? Das ist ja ein Ball! Die müsste vom Himmel gefallen sein. Das ist bestimmt von Gott. Ja, die ist so cool. Schau mal, diese reichen Leute, die sind so gierig. Ja, wir sind glücklich. Ja. Hey, Kellner! Kellner! Komm mal her, schneller! Und warum stehst du denn hier? Hörst du nicht, mein Mann ruft dich? Wie Sie möchten? Was möchten Sie, mein Herr? Ich möchte den aufblasbaren Krapfen errühren. Bring mich jetzt schneller! Ich komme schon. Los, beweg dich! Ich komme schon, komm. Ich komme schon! Ja, nicht diesen, den da drüben! Okay. Hey, hoppla, vorsichtig, hey! Moment mal! Eine Minute, bitte! Ja, gib her! Bitte, hier! Danke schön! Mein Herr, was möchten Sie noch? Ich möchte, dass du mich in Ruhe lässt. Komm ja, schon, ja, natürlich, ich komme gleich. Ja, Mann, dieser Pool ist schrecklich. Komm schon, Mann, dieser Pool ist besser als gar kein Pool. Verstehst du, was ich meine? Lass mal sehen, was die Nachbarn machen. Lass uns gehen, komm schon, wir haben sowieso nichts zu tun. Oh, unser reicher Bruder schläft schon. Ja, und seine Frau ist auch eingeschlafen. Lassen wir sie schlafen. Okay, gehen wir. Ja, schneller. Ja, gehen wir. Schau, der Wachmann und der Kellner sind weg. Ich glaube, das ist unsere Chance, da reinzukommen. Komm schon, jetzt. So, sie schlafen. Wir haben eine Chance, da reinzukommen. Was? Du bist verrückt. Wir sind vielleicht arm, aber wir sind Männer von Kultur. Nicht wie diese reichen Betrüger, Mann. Wir sind nicht so Odysseus. Aber trotzdem, Mann, ich will in den Pool schwimmen und auf ihren Luftmatratzen liegen. Komm schon, lass uns gehen. Na gut, du bist mein kleiner Bruder, ich kann dir nicht nein sagen. Ja, komm schon, kletter, auf geht's, komm. Toll. Ja, komm. Leise. Oh, hier ist es wunderschön hier, Mann. Ja, leise, Mann. Oh, was für ein schönes Haus sie haben. Psst, sei leise. Was ist das denn für ein Ding? Das ist eine Plastikreifischflosse, das ist ein Witz. Komm schon, zieh sie an. Bist du dir sicher? Ja, denn warum nicht, ey? Ja, für diese Egoisten. Ja, sie sind reiche Egoisten. Toll. Zieh sie an. Wir machen uns über sie lustig. Ich verstehe mich, okay? Ja. Jetzt werde ich in den Pool gehen, Leute. Freunde, seht mal, ich werde mich in ein Heiß verwandeln.
erzähl mal, was ich jetzt gleich machen werde. Das wird sehr lustig sein. Freund, ich verstecke mich hier. Sie werden denken, es ist nur ein Stück Pizza. Das wird sehr lustig. Was ist? Ah, nein, nein, weg, weg von hier! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Was ist passiert? Ein Hai! Mach mal Hilfe, Hilfe! Was ist passiert? Was ist denn passiert? Siehst du denn nicht, das ist ein Hai? Geh und fang ihn! Moment mal! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, ich fang ihn, fang ihn! Fang ihn, fang ihn! Ja, komm, schneller! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Ist das etwa ein Mensch? Ja, das ist ein Mensch. Ich habe einen anderen Fall. Was für einen anderen Fall? Welcher Fall? Das werden Sie gleich sehen. Warten Sie hier auf mich. Nein, Leute, er hat mich gefangen. Gut gemacht, Wachmann. Ich bezahle dich nicht umsonst, ja. Oh, oh, oh. Was ist hier los? Na, lass mich, ey. Alles klar mit der Rechte. Lass mich los, ey. Lass mich los, ey. Hier ist noch einer. Ihr seid dreckige Egoisten, Mann! Ich kann's nicht verstehen! Was macht ihr zwei auf unserem Grundstück, ihr dreckigen Dummköpfe? Wir sind deine Brüder, du Reiche, und wir sind ab, weil du uns das Erbe von unserem Vater weggenommen hast, Mann! Was? Ich kenn euch doch überhaupt nicht! Ich hab solche Loser noch nie gesehen! Ich kenn euch auch nicht, aber es stinkt hier nach Armut. Ich geh lieber in den Pool. Ich bin ein Bettler, aber ich bin nicht gierig dafür. Weil ihr redet zu viel, ihr Penner. Schamlos. Ich sollte lieber im Pool schwimmen. Ah, oh, wie schön. Kellner, bring mir was zu essen. Oh, das ist schön, danke sehr. Guten Appetit. Danke. Das sieht so lecker aus. Es ist Gold, meine Lieblingsfarbe. Sieht so lecker aus. Ja, ja, Schatz, ich bin neidisch. Ich werde auch ein bisschen nehmen. Oh, Jimon, ich bin hungrig. Ja, Mann. Hey, wir haben schon seit 3 Tagen nichts gegessen. Geht uns doch was zu essen, ihr gierigen Mistkerle. Seid ihr hungrig? Ich habe eine bessere Idee. Vielleicht wollt ihr Geld für Essen verdienen. Ihr sollt euer Essen verdienen. Verdienen? Wie können wir denn Geld verdienen? Ja, für 10 Euro sollt ihr den ganzen Pool reinigen. Komplett. Für 10 Euro den Pool reinigen? Wovon redet ihr? Ja, ich denke, das ist keine schlechte Idee. Ja, abgemacht. Hey, Kellner! Bring diesen Bettelbrüder die Geräte, damit sie den Pool reinigen und etwas Geld verdienen können. Hier, bitte sehr! Fang an! Schneller! Ja, komm schon, komm schon! Ja, fang an! Was ist los, Simon? Mir geht's nicht gut. Mir ist schwindelig und es hilft mir bitte. Igitt, das ist ein Penner in unserem Pool. Igitt, du Penner, du stinkst. Hilf mir, ich fühle mich nicht gut. Hilf mir. Meine Bruder, Kellner, bist du, wo bist du? Reinige den ganzen Pool, desinfiziere ihn, Igitt. Ich hab's dir doch gesagt, sind ganz böse Leute. Lass uns zu unserem Pool zurückkehren. Gehen. Komm schon. Komm schon, lieber lebe ich dein ganzes Leben lang als Bettler, als mit euch befreundet zu sein. Ja, stimmt zu, vollkommen. Ja, tschüss, ihr Losers! Sie sind verhaftet! Was? Was haben wir denn gemacht? Sie haben das Rennen der Familie gestohlen! Was? Wer hat Ihnen das gesagt? Ich werde euch ins Gefängnis stecken! Warum? Nein, bitte, nein! Nein, bitte, warum? Ich wollte meine Familie nicht bestehlen! Bitte nicht! Das ist nicht wahr! Fand wir schwer! Freunde, jetzt geht alles uns genau wie es sein muss. Und wenn euch das Video gefällt, dann setzt ein Like. Abonniert den Kanal und bis bald.